Hallo, ich bin wieder euer Knosti und willkommen zu einem neuen Black Ops 2 Video auf meinem Kanal. Genau, heute gibt es wieder Black Ops 2 und mich hier oben in der Facecam. Da war ich schon noch immer fertig aus, wie auch immer. Heute gibt es ein atemberaubendes Gameplay, ein besonderes Gameplay, was man nicht immer sieht, nämlich ein Gameplay mit der SWAT, mit dem Rotpunkt und dem Schnellziehen, Aufsetzen, dann noch Leichtgewicht, Kugelweste, Zähigkeit und Totenstille. Das Ganze ist ein 16:0 Hardcore Search and Destroy, also ein Solo-spieltes Gameplay, also richtig Hammer Gameplay, ist von The Evolution 1612, ist ein Kollege von Sheepsy, schaut auf jeden Fall vorbei, falls ihr Bock drauf habt. Aber heute ist es ein sehr, sehr schwieriges Video für mich heute. Deswegen habe ich auch noch ein bisschen kurze Introduction gemacht. Denn ihr seht schon in der Überschrift, dass es um die schwierigste Woche vielleicht von meinem bisherigen Leben geht. Weiß ich ja nicht, denn die Woche wird jetzt nächste Woche sein. Und auch Videopause, also es ist ein Videostopp. Ich muss das Ganze mal erklären hier. Ich muss mal schauen, wie lange das Game überhaupt noch dauert. So. Es schaut folgendermaßen aus. Heute Samstag ist jetzt 14.40 Uhr, wenn ihr das Video seht, keine Ahnung, wie spät es denn ist. Und ich muss sagen, am Montag, also ich fahre am Sonntag am Abend wieder in die Kaserne. Und es geht auch wieder heute um das hier, um ein Dogtag, um mich beim Heer. Denn am Montag bin ich wieder beim Heer in der Kaserne und dann fahren wir, also ich und mein Zug, also meine Kompanie, fahren dann Richtung Allensteig. Das ist irgendwo im nördlichsten Österreich und da ist es immer kalt. Ja. Nächste Woche schaut es ganz okay aus vom Wetter her. Aber egal, auf jeden Fall sind wir dort hin. Feldwoche heißt das ganze, Feldlagerwoche, und wir leben dort eine Woche lang außen, das heißt in den Zelten, wenn wir übernachten. Wir werden am Montag in der Früh hinfahren, werden unser Lager aufbauen, werden Gefechtsdienste haben und so weiter. Wird vielleicht ganz lustig, wird vielleicht auch die härteste und schlimmste Woche meines Lebens, ich weiß es noch nicht, aber jetzt kommen wir zu dem Wichtigen eigentlich und warum es auch im Titel steht, denn während dieser Woche bin ich kein einziges Mal zu Hause, ich komme dann am Freitag 7 bis 8 Uhr bin ich dann wieder hier zu Hause in meinem Zimmer und ich werde in dieser Woche keine Zeit haben zum irgendwas machen, zum irgendwas drehen und ich habe auch jetzt auch nichts vorproduziert, von wegen Outlast, GTA oder sowas, sondern es wird nichts kommen die ganze nächste Woche, erst wieder am Samstag, falls ich das dann schaffe, falls ich in der Lage dazu bin, vielleicht, wenn ich am Freitag nichts unternehme am Abend, könnte ich theoretisch, falls ihr es wollt, wenn ja, schreibt es in die Kommentare, so ein Willkommen-Livestream machen, ja, schreibt es in die Kommentare und gebt einfach wieder eine Bewertung, falls ihr das sehen wollt. Das weiß ich, ein Livestream machen soll und dann am Samstag wird ein normales Video wieder kommen und dann am Montag und am Sonntag dann wieder Sniper Sonntag kommen und am Montag wieder ganz normal Outlast und am Dienstag auch wieder Outlast. Wenn ihr trotzdem Videos sehen wollt von mir nächste Woche, also jetzt kommende Woche, dann schaut beim zweiten Kanal vorbei, bei Knossi Play, denn dort habe ich noch etwas vorproduziert, da werde ich auch noch die ein oder andere Episode GTA hochladen und auch Minecraft, was ich jetzt heute aufnehmen werde noch. Das wird das einzige sein, was ich noch aufnehmen kann, das Wochenende, denn ich habe jetzt so viel noch zu tun, privat und was weiß ich, habe Pläne geschmiedet. Das Ganze kommt auch für mich überraschend, weil ich habe bis gestern gedacht, dass ich eigentlich nicht mitfahren muss auf diese Feldwoche, da ich eigentlich Kraftfahrer bin und eigentlich keine Ahnung habe von dem ganzen Shit. Egal, muss jetzt trotzdem mitfahren, wir sind arschgefickt, sag ich mal. Eine Woche lang draußen wird, glaube ich, ganz lustig und die Leute, die schon beim Heer waren, sagen auch, dass es ganz lustig ist. Ich werde dann auch so meine Eindrücke schildern und euch teilen, was ich da gemacht habe. Fotos und so weiter werde ich, glaube ich, leider keine posten können. Erstens habe ich da oben kein Handy, weil ich kann sie nirgends aufladen, wenn wir im Zelt unterwegs sind. Und zweitens, ja, hat man da oben zu 90% kein Netz. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall total drauf. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ob ihr euch da auch drauf freuen würdet, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Wie gesagt, nächste Woche kommt kein Video von mir auf diesem Kanal, sondern nur auf Knosti Play. Da werde ich auch dann in Zukunft, also ich werde jetzt nicht nur Minecraft bringen, sondern eben auch GTA und auch COD und ein paar Live-Gameplays und was auch immer. Das heißt, falls ihr dort auch ein bisschen trashigeres COD sehen wollt und nicht nur normale Commentaries und was weiß ich, und meine Serien halt die so ab, dann schaut dort auch vorbei, könnt ihr auch abonnieren. Wird in nächster Zeit auf jeden Fall sehr, sehr willkommen. Ich will den auch groß aufbauen. Und somit sage ich tschaußen, bis zum nächsten Samstag oder vielleicht Freitag zum Stream. Gebt dem Video bitte, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Ich sage tschaußen, bis zum nächsten Mal. Bleibt auf Facebook dabei, euer Knosti.